Was geht, Party People? Es ist ganz schön dunkel hier. LC171 am Start, herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Heute erstes Mal Motocross mit dem neuen Motorrad. Ihr habt es ja im letzten Video schon gesehen, die neue Karre. Morgen fahren wir das erste Mal Motocross damit. Ich bin hier bei Familie Blümchen, ihr kennt sie aus den letzten Videos. Zack, zack, zack. Franka, Timo, Kaya. Und wir fahren ein bisschen weiter weg, deswegen bin ich auch heute schon hier auf dem Freitag, dass wir nämlich morgen früh direkt dahin können, weil von hier aus ist es näher. Und genau, ich baue jetzt die Plastikteile um, weil Franka hat noch einen alten Satz für mich, den ich dann morgen da ein bisschen benutzen kann. Das ist richtig, richtig lieb. Alles gleich. Hier ist Frankas Plastisatz. Ich bin ab heute mit der Startnummer 114 unterwegs, ne? Ne, 14 ist hier drauf. 114. Franka, was machst du? Tu so, als wäre ich Mechaniker. Spann meine Kette. Achso. Heißt hier Kette gespannt. Frankie ist fleißig. Ich fange jetzt auch an, ich habe gar keinen Bock. Aber ihr könnt mir mal bitte sagen, Alter, fuck. Ich will die gar nicht fahren, Mann. Ich will die einfach nur in die Garage stellen. Ich bleib doch bei Suzuki, Alter. Wo fahren wir eigentlich hin? Fahren wir jetzt nach Hartenburg? Wahrscheinlich, ne? Es wird gut, Freunde. Das Ding fliegt quer wie die Hölle, ich sag's euch. Ich setz alles, ich setz mein Leben auf. Oder? Leben setzen. Heck ist schon dran, Front ist dran. Den Fender lasse ich dran, weil da habe ich noch einen zu liegen. Frankies Bike ist auch ready to go. Bei Timo ist noch das ein oder andere Problem. Ja, aber das haben wir behoben. Haben wir behoben? Ganz professionell. Ne? Leichte Schräg, Schießstand vom Fahrzeug hier. Ne? Aber egal. Alles halt so wild. Mach's quer wie die Hölle, oder? Ich bin ein bisschen zu sehr aufgeregt, glaube ich. Ich muss gleich mal meinen Puls runterfahren. Dass es hier auch morgen keine Verunfallten gibt, ne? Sonst, also. Ja, naja. Ich baue jetzt erstmal den Rest zusammen. Was machen wir heute eigentlich noch? Also, müssen wir nochmal einkaufen oder so? Ich hab Hunger. Man kann Essen holen, wir können das kochen. Timo hat sich vorhin schon Bogdai geholt. Oh ja. Hab ich gesehen. Bogdai ohne Fly? Es wird spannend, es wird spannend. Wir sehen uns gleich. Tschüss. Da ist er, fertig. Unser Bundschutz habe ich auch noch dran gebaut, den habe ich hier von TMX. Da könnt ihr das Ding kaufen, ist echt ganz cool eigentlich. Ja. Moped ist fertig, wir laden jetzt gleich alle ein. Mopeds sind drin. Ja, wir gehen jetzt noch was essen. Und dann geht's morgen schon auf den Track, Alter. Ich freue mich mega. Schön wieder KTM heizen. Einfach nur geil. Ich bin ganz schön aufgeregt. Ich hoffe, ich kann überhaupt schlafen, weil morgen geht's los mit der neuen Karre, Alter. Wir machen quer wie die Hölle. Quer wie die Hölle. Oh, oh ja. Oh also, ja. Wir sehen uns morgen früh. Ich hoffe, dass die Leute hier aufkommen, weil Timo, habe ich gehört, hab ich mir flüstern lassen. Das ist ein Langschläfer. Versteht er, Freunde? Versteht er? Wir werden sehen. Bis morgen. Ciao. Kann mir mal einer sagen, warum wir das hier alles machen mit diesem Motocross? Fressen können. 6:56 Uhr. Ich kann es alles nicht mehr. Ich kann es nicht mehr. Oh, okay. Es ist früh am Morgen. Ich musste es nämlich machen, aber ich weiß noch gar nicht. Also ich bin echt Kernschrauß, Alter. Ich bin echt müde irgendwie noch. Es ist voll den kalt draußen. Fragt nicht nach Sonnenschein, ey. Wir sehen uns aber gleich im Auto, wenn wir losfahren. Wir fahren dann 2:30 Uhr. Geht ja schnell. Alter, hast du eine frische Mütze, lc171.de. Ich kann das alles nicht vergessen. Alter, guck doch mich an. Ich sehe doch richtig scheiße aus. Ich auch, man. Ich habe Augenringe des Todes, ey. Eigentlich müssen wir nochmal ins Solarium kurz auf Express für den erholten Teng, Teng. Pabbelapapp, pabbelapapp. Timo nimmt erstmal ein Brettchen mit, Alter. Richtig, ist die wichtigste Mahlzeit am Tag, ne? Ja, ist auch wichtig für Motocross, ne? Timo, hast du gute Laune? I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. Wir rollen auf den Track. Ja, wir sind jetzt hier in Abendburg. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Strecke ist. Mir wurde bisher nur gelobt. Und ich freue mich wie ein Schnitzel, die SXF fahren zu können. Also, wir sehen uns gleich beim Umziehen oder beim Bezahlen. Ich weiß gar nicht, wie das hier alles abläuft. Aber es ist gar nicht so voll, ne?
Nein, noch nicht. Geil, Freunde, geil. So, ich zieh mich dann mal um, weil ich bin auf jeden Fall richtig aufgeregt. Bezahlen, das wäre sicher ganz gut. Bezahlen? Braucht man nicht, kommt später. Müssen wir zahlen, ja? Ist hier nicht umsonst? Nein. Oh, ich falsch verstanden. Ja, dann machen wir ab. Fresche Orthesen sind auch am Start. Die fresche Combo auch. Die turn ich mir jetzt über die Beine. Und dann geht's steil auf der 250, baby. 250. So, Freunde, Karre läuft. Ich habe mich gerade umgezogen hier. Fresh Gear. Gibt's bei TMX Moto. Also, wer auch Bock auf so eine krasse Combo hat, wie gesagt, kann gerne vorbeischauen. Ich werde mir jetzt mal locker ein paar Runden einfahren. Mal ein bisschen die Strecke kennenlernen. Was ist denn da los? Dazu sag ich an der Stelle jetzt nichts. Benzin, der hatte Benzin vergessen. Warte, ja, scheiße, klappt nicht, ist kaputt. Das ist gerade nicht passiert. Hier die Jungs von Hannes alle gesagt haben, Elektronikprobleme. Dachte ich so geil, Digga. Ja. Erste Betriebsstunde direkt. Oh, Game over. Ja gut. Try to catch a vibe, yeah, I had to put her on. Bought a two-seater, yeah, we heading for the sun. Shawty got my heart, I ain't tripping for the funds. Yeah, I won't start, I ain't tripping, I'm a stunt. Oh, oh, living lively. Everybody tryna ride my wave, they can ride me. Pull up in a foreign to the curb, looking icy. I ain't never stressed about a fit, I'm a hype. I want more friends, it's a problem. I be living like a king since I hopped in. Yeah, my foot is in the Benz, yeah, I'm riding with a gang. Yeah, I hit a hot lick, I'm the top shit. Bought a two-seater, it's a Beamer, more than 100 racks. BB's Aquafina, I be iced, I don't ever cap. First name, be like, I'm on back. Ice cream reefer, hold it up, yeah, we feeling gas. Driving with a top, I'm going 100, running flow it up. Riding with my shawty, yeah, I knew I had to flow it up. Looking like a bottle, shawty bad, yeah, she know what's up. Looking at the stars, of the stars, I don't fuck it up. Shawty catch a vibe, yeah, I had to put her on. Bought a two-seater, yeah, we heading for the sun. Shawty got my heart, I ain't tripping for the funds. Yeah, I won't start, I ain't tripping. Digga, dieses Motorrad, Alter. Ey, guck mal die Videos vielleicht, dann kaufe ich mir noch eine zweite. Junge, macht das Spaß, Alter. Ich hab ne KTM! Ich hab ne KTM! Alter. Also das Fahrwerk ist komplette Rotze. Ich weiß, wir müssen mal gucken, jetzt noch ein bisschen einstellen, aber es muss sowas von zu Power for Suspension, Alter. Das geht wirklich, also geht wirklich gar nicht. Du fährst in eine Kurve, slidet dir einfach überall so weg. Ich glaube, wenn du so wegrutschst bei der Kurveneinfahrt, obwohl du in der Bremse bist, ich glaube, dann ist es zu hart. Zu weich oder so ich weiß es nicht. Na, wer hat Ahnung hier von Fahrwerk? Warum hast du denn da gestanden? Wo? Na da, am Anfang. War Satz, sei nix. Freunde. Mann, ich bin gestern das Ding eine Stunde eingefahren und habe gar nicht dran gedacht, vor lauter Aufregung danach nochmal zu tanken. Schöner Amateurfehler. Aber es war die Aufregung, Freunde. Ah, Strecke fetzt, Alter, Strecke macht Spaß. Karre ist geil, Strecke ist geil, wir haben jetzt mal... Alter, ich habe vorhin... Gestern hatte ich keinen Luftdruck mehr geprüft. Fahr so einen Turn und denk mir so, boah, Digga, ist ganz schön rutschig. Schneller! Dachte so, Fahrwerk ist komplett scheiße. Mach mal schneller! Weiter! Alles klar! Schönen Gruß an der Stelle. Dachte so, Fahrwerk ist komplett scheiße, aber ich habe jetzt... Also ist es auch, aber ich habe jetzt erstmal den Luftdruck geprüft. Digga, da waren 2,3 Bar drauf. Rast du noch was, Timo? Ich hab's gemerkt, ja. Da ist doch alles vorbei. War nicht auch was mit der Elektronik? Dazu möchte ich mich an der Stelle nicht äußern. Wenn der Mechaniker hier vergisst, Sprit aufzufüllen, ne, hier. Das ist halt... Was soll ich dazu noch sagen, Freunde? Was soll ich dazu noch sagen? Ich LC Mic Drop. I said just wait till I drop my album. Girl, it's alright, I'ma hold you. Just got a bag, I'ma blow through. I need some space, need O2. And I get the shit that you go through. It's probably my fault if I ghost you. I push away people I'm close with. Or stand on and stand out on no shit. Yo, we took a pic and I posted. I remember the blog I was posted. My red ring gon' shine like a glow stick. I'm like, can you swallow this whole shit? They're riding my way like an ocean. Wait, I can't tell the time of my new Audemars. I do this shit, I gon' set me apart. Yeah, girl, I'm a savage.
it, yeah. If I got a bad, we stay at the top, yeah. We came from the bottom. I got a script from the dark, yeah. Got Perry said problems. My haters want me to fuck. Say fuck when we ballin'. I'ma say shit, but I miss you a lot, yeah. Say fuck it, I'm calling. You better pick up the phone when I phone you. I don't go, bro, that's the shit that my clones do. I don't show love to a hoe unless I own you. I wanna hold you. Don't always do the shit that I'm supposed to. If I act like with a hoe, she bad. Something's better in the past, though. Yeah, but tryna bust this little bit from the back, ey. So, was sagst du? Feierabend? Ja? Feierabend? Aber frag nicht, Alter. Ich hab heute 2 Betriebsstunden auf dem Moped gefahren. Also lass es über, also lass es 1,5 Stunden sein, fahren. Weil er zählt ja mal ein bisschen mehr. Ach, es war immer geil. Kam sehr gut klar mit dem Motorrad. Hat Spaß gemacht. Ja, Hauptsache. Franka, hast du auch noch Spaß? Ja, gegen beim Fahren. Schön. Es ist irgendwie 16 Uhr oder so, wir fahren noch 3 Stunden, also ich fahre noch 3 Stunden nach Hause. Das ist echt nicht cool. Hat sich aber gelohnt, das Herfahren? Ja. Ey, danke. Ich weiß, der eine oder andere von euch kennt vielleicht noch die Wittler-Bäumers. Digga, Leon ist früher wirklich gut Motorrad gefahren. Und der hat mir, viele geben mir immer, er muss das und das machen, aber selber gar keine Ahnung. Und Leon hat halt Ahnung. Und der hat mir echt geholfen, 2-3 Tipps noch, die mir echt das Fahren leichter machen. Also danke an Leon auf jeden Fall. Und ja, wir ziehen jetzt um, dann fahren wir gleich zurück, würde ich sagen. Ne? Guck mal, das neue Motorrad. Alles dreckig. Hilft nichts. Muss neu. Auch Auspuff da gerade, hier, muss neu. Schöne Scheiße. Naja. Schick zurück. Also, Tag ist vorbei. Wir sind auch so mit die Letzten, die noch hier sind. Aber wir wollten das heute echt mal ausnutzen, da wir ja so weit gefahren sind. Super, super geiler Tag mit dem Motorrad. Ich habe mich ab Sekunde 1 so wohl gefühlt. Kleines Fauxpeng ist mir passiert. Vielleicht vergessen zu tanken. Vor lauter Aufregung. Richtiger, schöner Amateurfehler. Aber egal. Es war für mich ein super, super Tag. Für das Motorrad. Ich möchte mich einfach nochmal bei TMX bedanken, der das organisiert hat. Also, ne, ich habe das bezahlt, aber trotzdem hat er das alles für mich organisiert und finde ich mega, mega lieb von ihm. Die Kombo sieht auch sehr, sehr gut aus zu dem Motorrad. Passt auf jeden Fall. Frank hat sich die auch gekauft, nur mit einem anderen Jersey. Also, wer Bock auf so eine Kombos hat, kann gerne mal bei TMX vorbeigucken. Ich schicke das Fahrwerk auf jeden Fall zeitnah noch zu Power for Suspension. Aber nächste Woche ist schon mein erstes Rennen. Das heißt, es wird alles ein bisschen Zeit kriegen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Kommentiert, was das Zeug hält für den Algorithmus und wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, euer EC. Ciao.